Irgendwie hatte es William wieder geschafft, durch reine Willenskraft dem Tod zu entkommen. Und Mike musste einen neuen Weg finden, seinen Vater ein für alle Mal zu erledigen. Doch zu Mikes Glück kam die Lösung noch später im selben Jahr. Doch nicht von ihm, sondern von einem anderen Opfer aus Williams Vergangenheit. We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. You are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Fazbear Entertainment als Marke war bereits seit Jahren geschlossen. William war eine lange Zeit in seinem Anzug weggesperrt und der einzige Mensch, der die Marke sonst noch am Leben halten könnte, war Henry. Doch dieser war bereits seit Williams Verschwinden untergetaucht. Mike wusste, dass da etwas nicht stimmen konnte. Das musste ein Trick sein. Und so bewarb er sich umgehend um eine Stelle im neuen Restaurant. Er bekam den Job, doch etwas an seinen Aufgaben war komisch. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Bei keinem seiner Jobs hatte er jemals die Aufgabe bekommen, Ausschau nach Animatronics zu halten, die sich der Pizzeria näherten. Nun war er sich sicher, dass ein Plan hinter all dem steckt. Henry hatte die geniale Idee, anstatt den Animatronics hinterher zu jagen, alle zusammen unter ein Dach zu locken, um sie ein für alle Mal zu vernichten. Es dauerte ein paar Nächte, doch nach einer Zeit waren alle versammelt. Sein Vater, Puppet, Molten Freddy und auch seine Schwester. Es war an der Zeit, die Pizzeria zu verschließen, doch Mike entschied sich dagegen, den Ort zu verlassen. Wenn das wirklich das Ende war, wenn das Remnant wirklich ein für alle Mal vernichtet werden sollte, dann musste auch er bleiben. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. Und damit war es vollendet. Die Geschichte der Eftons sollte an diesem Tag, an diesem Ort, ein für allemal ausgeschrieben sein. Als die Flammen allmählich den Raum verschlangen, war Mike seit Jahrzehnten das erste Mal glücklich. Anders jedoch ging es seinem Vater. Der dunkelste Abgrund der Hölle wartete zwar bereits auf ihn, doch etwas oder jemand ließ ihn noch nicht so einfach gehen. Stattdessen fand er sich in Momenten seiner Vergangenheit wieder. Die alte Pizzeria, das Zimmer seines Sohnes und auch in seinem Untergrundbunker. Es war so, als ob seine Gehirnzellen zusammenarbeiteten, um ihm all seine schlimmsten Fehler auf einmal zu zeigen. Was war das für ein Ort? Und wie war er nur hier gelandet? Er schrie nach Hilfe. Doch dann tauchten sie auf. Animatronics aus alter und neuer Zeit erhoben sich aus den Schatten, bissen ihn, zerreißten ihn. Der Schmerz war unerträglich. William hoffte zum ersten Mal in seinem Leben, dass er endlich erlöst wird. Es schien so, als ob alles niemals enden würde. Und dann, nach alledem, tauchten auch noch sie auf. Die Gruppe Animatronics, mit denen alles startete. Sie begannen mit ihm zu sprechen. Doch während sie das taten, konnte William noch eine andere Stimme erkennen. He tried to release you. He tried to release us, but I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here, no matter how many times they burn us. Die Stimme kam ihm unglaublich bekannt vor. Doch woher nur? Diejenige, die er nie hätte töten dürfen. Das eine Kind, bei dem er die Kontrolle verloren hatte. Das Kind, dessen Körper er in den Golden Freddy-Anzug steckte, den Henry immer getragen hatte. Cassidy. Sie war zurück und wollte William so leiden lassen, wie sie selber durch seine Hand leiden musste. Doch während sie William immer weiter am Leben ließ, schaffte dieser es, einen Teil seines Bewusstseins in die Einzelteile seines Anzugs zu transferieren. Und dort, auf einer einzelnen Platine, lag nun Williams Bewusstsein, wartend darauf, dass jemand ihn befreien würde. Eine Person, die niemand verdächtigen würde.